Hallo und herzlich willkommen zurück zu Capital Punishment und willkommen zum Match Nummer 3 nach dem Tag Team Match, auf das ihr euch alle so gefreut habt. Rey Mysterio und Sin Cara, die Mexican Tornadoes, sind neue Tag Team Champions. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, guckt nochmal zurück. War wirklich ein Hammer-Match, halbe Stunde Video. Und wir kommen jetzt zum Match Nummer 3 und zum ersten Haupttitel. Der WWE Champion Titel steht auf dem Spiel. CM Punk muss ran in seinem wahrscheinlich schwersten Match. Bei Cyber Sunday hat er ja gegen Chris Jericho gewonnen. Bei Money in the Bank gegen Edge, aber jetzt muss er gegen Kane, das große rote Monster, was eine unglaubliche Zerstörungsserie hat bei Raw, und gegen Ryback ran. Also ziemlich geiles Triple Threat Match. Ganz normale Regeln mit Disqualification, glaube ich, auch in diesem Fall. Ich habe die jetzt mal eingestellt und ich bin gespannt, was uns dieses Match jetzt bringt. Also das letzte Tag Team Match, ganz ehrlich, das war ja richtig, richtig geil. Also das konnten wir wirklich feiern. Ja, hier, Abonnent heute, das Video hochgeladen, heute am Mittwoch, heute, wo ich jetzt auch aufnehme, für Donnerstag, also wenn ihr das Video seht, gestern, hat am Tag selber Geburtstag. Alles Gute nochmal von hier, natürlich ist das jetzt nachträglich morgen. Richtig der Hammer, was dieses Match da geboten hat. Und jetzt bin ich gespannt, was unser WWE Championship Match liefert. Weil allein die Superstars, die da drin sind, stehen ja für ein klasse Match. Also CM Punk, Kane und Ryback. Ryback, der bei Raw sein Heel-Turn abgeschlossen hat. Ganz krasse Aktion am Ende. Cena mit dem Shellshock niedergeplantet. Dann, ja, ich glaube, das war sowas wie eine Mittelfingerbewegung, so ähnlich. Ich war überrascht. Ich glaube, sowas Ähnliches hat er danach noch gemacht. Und dann hat er sich den Titel geschnappt. Generell, die Crowd, also das Publikum bei Raw, war eins der besten seit sehr, sehr langer Zeit. Also, wie die abgegangen sind bei Dolph Ziggler, also das war ja wirklich der Hammer. So, Moment, jetzt richte ich hier mal eben noch mein Mikrofon. Ja, so ist besser. Und CM Punk, der muss jetzt, wenn er gewinnt, ist er der Champion, der am häufigsten antreten musste. Und der Champion, der dabei auch am häufigsten verteidigen konnte, nämlich immer. Der ist ja von Anfang an bisher Champion, also ziemlich gute Bilanz, würde ich mal sagen. Dagegen haben wir ja schon andere Champions gesehen, wo der Titel wirklich so ein Wanderpokal ist. Zum Beispiel der Tag-Team-Gürtel, der ist ja jetzt bei 3 Pay-Per-Views 3-mal gewechselt. World Championship ist auch schon 3-mal gewechselt, also da geht's ja wirklich immer hin und her. Und da kommt Kane. Mit Daniel Bryan im Team ist er nicht so wirklich aktiv, aber alleine. Da hat er das Number One Contender Match gewonnen und dann, glaube ich, auch gegen CM Punk das Einzelmatch. Und gegen Ryback hat er, glaube ich, auch gewonnen. Also, Ryback, wie gesagt, war auch nicht von mir reingemacht in dieses Match. Also, ich habe mir halt die Matchcard vorgeben lassen, habe geguckt, was stand drin. Und da stand, wie gesagt, das Match Ryback gegen CM Punk. Also, ohne Beteiligung von Kane. Aber da der ja eigentlich das Number One Contender Match gewonnen hat, hatte ich mich gewundert. Und vor allem Kane hat ja auch gegen Ryback gewonnen. Deswegen war ich etwas verwirrt und habe ein Triple Threat Match draus gemacht. Das zweite von Capital Punishment quasi nach unserem Opener-Match, als Zack Ryder sich den Titel geholt hat. Ja, Kane, ich glaube, der ist ziemlich wild, sich heute Abend den WWE Champion-Titel oben zu schnallen. Ich glaube, danach wird es wirklich interessant, ob wir überhaupt nochmal einen neuen Champion sehen. Weil so wie Kane momentan, also in der wirklichen WWE, sei ja nicht mehr so der Zerstörer. Aber wie er bei uns hier im Universe-Modus abgeht, ist schon nicht schlecht. Ja, und da kommt das andere Monster, Ryback. Er ist natürlich auch eine Klasse für sich. Also, hier im Spiel natürlich noch Face, ganz klar. Natürlich, wenn der auch wieder seine Aktionen zeigt, wie er zum Beispiel gegen Zack Ryder bei Money in the Bank gezeigt hat, dann ist das ja auch schnell vorbei, das ist vollkommen klar. Der Shellshock kann natürlich beide Gegner ausschalten mit einer Aktion. Das ist völlig klar. Ryback ist ein Biest. Ob er den Shellshock gegen beide gleichzeitig zeigen kann, naja, bezweifle ich mal. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass dieses Match geil wird. Es wird geil, da kann ich mich jetzt festlegen. Es ist episch, Triple Threat. Das steht doch schon fast für klasse. Ja, um das Baby geht's, um den WWE Championship Gürtel. Wir haben ja hier das alte Modell, was ich persönlich irgendwie schöner finde als das neue. Ich weiß nicht, irgendwie war ich ein Fan von dem Gürtel. So, jetzt halt das Ding in die Luft, darum geht's. Die drei, jeder will das Ding sich holen. Und ich finde, egal wer gewinnt, es wäre bei jedem kein Außenseiter-Sieg. Also, die sind meiner Meinung nach fast, ja, doch, ich würde fast sagen, alle gleich. Natürlich haben sie alle ihre Stärken in einem anderen Gebiet, aber ich würde sagen, drei Gegner, die alle drei eine Menge austeilen und eine Menge wegstecken können. Das ist ein Match, was durchaus auch eine gute Sternewertung kriegen könnte. Letztes Match, da haben ja zum Teil Leute von euch geschrieben, ja, ich würde dem Match 10 Sterne geben, 10 Daumen hoch geben, dem Video. Wenn man könnte, kann man natürlich nur einen. Also ich habe das Match auch gefeiert. Also von
Das fände ich cool, wenn er das immer drunter schreibt. Also 5 Sterne ist das Beste, wie viel ihr den Matches gebt, auch bei den Wochenshows, dem Main Event, was wir uns natürlich immer angucken. Fände ich ganz interessant. Also dem Match mit dem Tag Team, dem hätte ich, glaube ich, 5,0 Punkte von 5 gegeben. Also ohne Widerrede. Auf 4,5 würde ich mich nicht mal einlassen. Ah, jetzt muss erstmal Ryback hier einstecken in diesem Match, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich wollte es erst ins Main Event tun, aber habe ich mir gedacht, nee, der World Championship Gürtel, da ging so viel ab bei SmackDown, ja auch mit Rey Mysterio, der da immer mal wieder eingegriffen hat, und John Cena. Da muss er einfach beibleiben und das Match hier im Hauptkampf ansehen. Nochmal hier die Ankündigung, es kommt ja jetzt bei Raw dieses King of the Ring Turnier quasi, zwar nicht für King of the Ring, sondern für ein Titelmatch. Aber, was ich angekündigt habe, nach dem Main Event am Sonntag müsste das dann sein. Moment, heute, wenn ihr das Video seht, ist Donnerstag. Freitag kommt dann das nächste Match, bei Match 4, Samstag 5, ja, genau. Match Nummer 6 kommt damit am Sonntag. Und dann wisst ihr, dass am Sonntag bei dem Video drin, das wird das World Heavyweight Championship Match halt sein, wird am Ende noch ein Plan kommen, was passiert bei Raw, SmackDown, bei Raw, Breakdown und SmackDown. Unter anderem natürlich die Ankündigung für die erste Runde des Turniers, unter anderem. Natürlich auch noch eine kleine Breakdown-News, weil Breakdown, wie gesagt, ist ja nicht in dem Turnier drin, sondern nur für die, die es noch nicht gehört haben, nur Raw und SmackDown und auch nur die, die von euch gewählt wurden. Die Leute, die drin sind, habe ich im letzten Part gesagt, könnt ihr nochmal gucken. Und dann werden wir dann ein geiles Turnier feiern können. Ah, da Ryback will den Big Boot zeigen, kassiert aber diesen Swinging Neckbreaker von CM Punk. Aber wie gesagt, das Match kann lange dauern. Ich habe mich schon auf eine halbe Stunde eingestellt, also hab auch Zeit. Also in einer halben Stunde gibt es erst Essen, also ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Hoffe ich einfach mal, sonst muss ich leider heute mal fasten. Boah, Headbutt von Ryback. Und das haut CM Punk direkt mal aus den Socken. Ja, Kane erwartet einfach ein bisschen ab. Ist natürlich auch sinnvoll. Kane mit der meisten Ringerfahrung von den drei hier. CM Punk zwar auch schon länger dabei, aber natürlich Kane. Der ist ja fast über 10 auf jeden Fall. Sagen wir mal 15, 16 Jahre. Ich weiß es nicht ganz sicher. Wann war der das erste Mal? Ich glaube Bad Blood 94 oder sowas um den Dreh. Also fast doch, fast 20 Jahre. Müsst ihr mir jetzt mal sagen. Also ich weiß nicht, was 94? Irgendwie kommen mir die 94 gerade so in den Kopf, wenn ich an Kane denke. Ja, Ryback taumelt schon, aber natürlich ist keiner von den drei schon ernsthaft geschwächt, das ist natürlich klar. Oh, jetzt kommen die ersten Doppelteam-Aktionen. Die beiden Monster gegen CM Punk, da eben sind hoch und lassen ihn mit dem Stomach Breaker auf die Knie knallen. Oh, 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 oh. Also wenn die Biester hier zusammenarbeiten, dann könnte das echt ein Brawl geben. Wie gesagt, ich rechne mit gut, sagen wir mal, 25 bis 30 Minuten Match. Das finde ich ist auch eine angemessene Länge für ein Video, ein Pay-Per-View. Wochenshow muss natürlich nicht so lang sein. Das wäre schon irgendwie nervig, wenn das immer so lang wäre. Weil, wie gesagt, das kann ich auch mal eben sagen, hier, das 30-Minuten-Video vom Tag-Team-Match von gestern, also von Mittwoch, hat 2,5 Stunden gerendert. 2,5 Stunden konnte ich nicht ins Internet und nicht irgendwas am Computer spielen, weil halt, wie gesagt, wenn mein PC rendert, dann ist auch mein Computer komplett ausgelastet, dann ist nichts mehr. Wenn ich dann Minecraft spiele, geht die Zahl der verbleibenden Zahl beim Rendern mal eben um 6-fache hoch, dann steht da 10 Stunden. Deswegen muss ich dann immer den PC schön in Ruhe lassen und ihn rendern lassen. Macht auch nette Geräusche dabei übrigens, wie eine Flugzeugturbine. Oh, CM Punk setzt da Ryback auf das Ringseil und zeigt einen Neckbreaker, so einen Swinging Neckbreaker vom Ringseil. Das hat früher John Morrison, glaube ich mal, also damals noch Johnny Nitro in der ECW gemacht. Und jetzt holt er Ryback zurück in den Ring mit dem Suplex. Also Ryback steckt jetzt hier gerade im Moment mal ein. Natürlich wird er auch gleich wieder austeilen, bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn er jetzt einsteckt von Kane und von CM Punk. Ah, da habe ich es gesagt, da ist Ryback schon wieder da. Ja, aber jetzt kassiert er wieder. Wieder dieser Rollover DDT von CM Punk. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob vielleicht Punk sich wirkt, wenn der sich hier den Titel holen kann. Ey, dann ist echt was los. Und ich bin echt gespannt wegen diesem Turnier, was ich angesagt habe. Ich habe ja gesagt, wenn das dann einer von euch wird es ja gewinnen, weil es ja, wie gesagt, nur Superstars sind, die von euch gewählt wurden. Was ihr für ein Titelmatch wählt. Also ihr könnt auch, ihr könnt wirklich jedes Match, natürlich nur Raw und SmackDown, also aber wenn ihr bei SmackDown seid zum Beispiel, könnt ihr auch einen Raw-Titel nehmen. Ihr könnt also um den WWE-Champion-Titel antreten, um den World Heavyweight-Champion-Titel, ihr könnt auch um den United States oder Intercontinental und ihr könnt auch um die Tag-Team-Gürtel antreten von Sin Cara.
Und Jey Uso von Sin Cara und Rey Mysterio, den Mexican Tornadoes. Also da müssten dann die Usos würden dann auch zurückstecken. Ihr kriegt dann auch noch die Wahl. Ich werde euch einen, also ihr kriegt dann nicht die Wahl, ihr könnt dann halt, die Wahl habt ihr, so jetzt mal ordentlich hier, die Wahl habt ihr nur, ihr dürft entscheiden, wann das Match kommt, aber ihr könnt das auch in der Wochenshow fordern, so als Main Event von einem von einer Wochenshow könnt ihr das haben, so Raw oder SmackDown, das wird dann in der Show sein, in der ihr selber seid. Das wird nämlich dann nach dem Pay-Per-View passieren, weil ich habe mal gerechnet, dieses Turnier, wenn ihr das mal hochrechnet, das Finale wird in der vierten Woche sein, also genau in der Woche vom Pay-Per-View, vor SummerSlam. Und ich habe mir überlegt, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, im Opener von SummerSlam. Ja, ich weiß, wir sind noch bei Capital Punishment, aber ich kann es ja schon mal ankündigen. Im Opener von SummerSlam trifft der Sieger von diesem Turnier in einem Einzelmatch, ganz normal, ohne besondere Regeln, ganz normales Match, einfach nur im Opener, gegen einen Superstar, den ich selber ziemlich feiere. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Ich möchte euch ja ein bisschen so überraschen. Also wie gesagt, dann hat derjenige da an diesem Pay-Per-View, nämlich selbst wenn er nicht im Titel eingreift, ein Match am Pay-Per-View. Und zwar nicht in der Pre-Show, sondern wirklich, wie gesagt, am ersten Matchtag, also an dem Montag als Opener-Match quasi. Eine Pre-Show wird es auch geben beim SummerSlam, da habe ich schon für gesorgt, da habe ich mir was ganz anderes mal einfallen lassen. Dazu sage ich aber später mehr. Denn da habe ich zwei Ideen und da müsste ich euch noch vorher fragen, was ihr wollt. Also zwei Ideen stehen im Raum und da müsstet ihr euch dann entscheiden. Oh, jetzt hier schöner Back Suplex. Ich kann die Ideen ja eigentlich mal sagen. Ich hatte einmal die Idee, dass wir einfach mal, weil SummerSlam, Strand, Bikinis, eine 6-Mann-Diven-Battle-Royal machen. Einfach mal so, aus Spaß. Jetzt nicht unbedingt, weil es wichtig ist, weil wir haben ja keine Diven im Roster. Einfach mal so. Oder, das hatte ich mir sonst überlegt, weil es ja SummerSlam ist, und irgendwie SummerSlam ist für mich was Besonderes. Oh, Doppel-Chokeslam hier gegen Ryback. Da wollte ich in der Pre-Show Chris Jericho und sein Mr. Money in the Bank gegen niemand anderes als... Soll ich sagen? Ich überlege gerade. Soll ich sagen? Ich wollte ihn gegen uns antreten lassen, also gegen Luca Rano, also den Chris Jericho Money in the Bank Sieger gegen uns antreten lassen, aber nicht um den Gopher, sondern einfach so als Pre-Show-Match, wenn wir nicht mal ein Titelmatch kriegen sollten, sonst werde ich das auch wieder umbauen. Also vielleicht habt ihr auch Ideen, könnt ihr mal schreiben, wenn ihr den Demon Battle Royale wollt, dann machen wir den, weil es geht jetzt nicht darum, dass wir in der Pre-Show irgendeinen Titel auf dem Spiel haben. Titelmatches müssen nicht unbedingt jeden Paper, wo jeder Titel verteidigt werden, das muss nicht sein. Oh, jetzt Ryback stoppt die Attacke von Kane. Ah, oh, jetzt wird es langsam interessant. Das sah fast aus, als wollte Ryback den Shellshock ansetzen. Punk nimmt sich jetzt das Bein von Ryback, jo, und springt da drauf, ist klar. Und wir können das natürlich auch noch umplanen. Von mir aus können wir auch den Sieger dieses Turniers in der Pre-Show gegen jemanden antreten lassen. Wäre auch okay. Also ihr könnt mal eure Ideen schreiben. Einfach in den Kommentaren schreiben, Pre-Show... Also ihr schreibt einfach, ob ihr das Match haben wollt in der Pre-Show oder im Opener-Match. Wenn ihr im Opener, dann schreibt ihr nur gegen wen. Also dann schreibt ihr einfach Sieger gegen bla bla bla. Je nachdem, wen ihr wollt. Und nochmal, wer das Turnier gewinnt und um die Tag-Team-Gürtel antritt, der kriegt von mir einen Tag-Team-Partner zugelost. Also wäre vielleicht auch ganz interessant, einfach mal auf Zufall mit jemandem ins Team kommen. Wow, was ein Powerslam von Ryback. Da hebt er Kane einmal komplett aus den Füßen, aus dem Latschen und knallt den auf die Ringmatte. Harte Aktion da von Ryback. Und noch haben wir, glaube ich, keinen Finisher gesehen. Ich habe eben wieder ein bisschen viel um anderen Krimskrams geredet. So, jetzt wieder oberstes Seil. Kennen wir. Suplex-Ansatz von CM Punk. Den hat er auch schon gegen Jericho bei Cyber Sunday gezeigt. Und er geht wieder durch. Und Ryback, ja, der muss da jetzt echt einstecken. Und jetzt Punk. Ist das ein Submission-Move? Ne, er schlägt nur einmal zu auf den Kopf von Ryback. Ja, Ryback kontert. Klar, das... Zwieback lässt sich ja auch nicht unterkriegen hier einfach. Jetzt geht's wieder in die Ringecke führen. Also Kane, der wartet da irgendwie ein bisschen ab und Punk setzt wieder Ryback hoch. Und jetzt nimmt Kane sich Ryback zum Chokeslam und haut den mit dem Chokeslam in die Ringmitte. Das ist natürlich eine harte Aktion. Also jetzt beide gegen Ryback. Aber Ryback versucht sich da rauszukämpfen gerade. Aber wird dann direkt wieder von Kane geschnappt und kassiert. Ja, Back Suplex direkt hinterher. Aber für Ryback sieht es ja gar nicht mehr gut aus. Ja, da kämpft er sich direkt wieder zurück, wo ich es gerade sag. Nimmt sich Kane.
Was hat er vor? Gegen das große rote Monster. Wirft ihn um, ja, und greift jetzt auch das Bein an. Natürlich nicht verkehrt gegen einen Mann wie Kane, der sich aber natürlich auch direkt wehrt. Jetzt Punk gegen Ryback. Geht hier wirklich hin und her? Ryback, komm, zeig eine Aktion mal. Ja, ne, Punk kann wieder kontern. Also geht hin und her. Und jetzt geht wieder Richtung Ringecke für Ryback. Und da kommt das nie, aber geht daneben. Da wollte Ryback, glaube ich, gerade zum Belly-to-Belly ansetzen. Viertelstunde rum. Match ist geil, auf jeden Fall. Und jetzt kommt Doppelteam-Action. Ja, jetzt heben die beiden ihn hoch und setzen zum Stomach Breaker gegen Ryback an. Und jetzt ein Submission-Move kommen. Natürlich wird Kane dazwischen gehen. Ja, völlig klar. Und jetzt wieder in der Ringecke. Ryback kann vielleicht mal zugucken und schön. CM Punk stürmt auf Kane zu und der kontert ihn mit diesem Power Slam aus. Harte Aktion. Ryback jetzt am Drücker. Will jetzt auch mal was vom obersten Ringseil zeigen gegen CM Punk. Schnappt ihn sich. Das sieht auch nach Suplex aus. Kane wartet einfach mal. Ja, nimmt sich Punk und da ist auch der Suplex vom obersten Seil. Der Superplex, glaube ich. Aber Punk auch direkt wieder da. Also keiner kann hier mal eine Minute verschnaufen und Punk rennt vielleicht zu ungestüm in Ryback rein und kassiert den Power Slam. Ah, jetzt auch noch der Arm. Alles wird attackiert. Ja, aber da ist Punk wieder. Also ihr seht, ist noch lange nicht entschieden. Geht hier noch hin und her. Ja, Big Boot von Ryback geht daneben. Was hat Punk vor? Überwurf und Armbar gegen Kane. Aber lässt er direkt los, die Aktion. Ah, T-Bone und Suplex von CM Punk gegen Ryback. Das war eine Kraftaktion. Und jetzt gibt es hier diese bekannten Ellbogenstöße vorne aufs Schulterblatt. Also ach, nicht aufs Schulterblatt, aufs Brustbein sozusagen. Das ist schmerzhaft. Und jetzt bin ich echt gespannt, wann hier mal die ersten Finishing Moves kommen. Also Chokeslam, Shellshock, GTS. Also das könnten ja die ersten Vorentscheidungen sein. Und Punk geht weiter auf Ryback. Also viele Aktionen von Punk gegen Kane habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Ryback, ah, dreht ihn um, Art Neckbreaker ansatz und dann haut er ihm einfach die rüber ab. Ja, und Kane, Clothesline hinterher, Legdrop noch hinterher. Also Ryback, glaube ich, am meisten hat er einstecken müssen. Die anderen beiden noch nicht so viel, glaube ich. Ja, Ryback jetzt. Ah ne, Punk kann wieder kontern. Also Ryback sieht nicht so gut aus. Ein Roller, One. Aber klar, Kane steht direkt daneben. Erstes Cover auf jeden Fall. Ging schon mal bis 1. Ja, wieder die Aktion. Zack, kriegt CM Punks auf die Rübe. Wir brauchen auf jeden Fall einen Finisher, damit es hier vielleicht zu einer Entscheidung kommen kann. Sonst sind die noch zu fit. Oh, da kommt Ryback mit dieser Schulterblock-Attacke und dann kracht er daneben und landet in der Ringecke. Und jetzt soll es wieder den Submission-Move geben. Aber direkt beendet. Ich warte immer noch auf die ersten Submission-Moves. Signature-Moves, weil die werden hier so ziemlich so die Weichen auf Sieg stellen. Für denjenigen, würde ich mal fast sagen. Ja, jetzt ein bisschen unentschlossen, aber Kane rennt auf CM Punk zu und zeigt den DDT. Sehr geil und jetzt Ryback, ja, der klatscht CM Punk immer wieder schön mit dem Kopf auf die Ringmatte. Ja, der will sich auch nicht abfertigen lassen. Ja, Punk kontert aber wieder. Also Punk ist wirklich in einer super Verfassung, würde ich fast sagen. Kane, der muss auch nicht viel einstecken. So macht zumindest den Eindruck. Auf jeden Fall ein sehr starkes Match von den drei. Wenn jetzt gleich noch die Finisher dazukommen, dann wird es richtig krass. Und jetzt hauen sie CM Punk aus dem Ring. Und jetzt geht es erstmal mit den Monstern weiter im Ring. Punk muss jetzt draußen erstmal sich wieder finden, kommt aber noch wieder zurück. Power Slam gegen Ryback. Leg Drop gegen Ryback. Und jetzt Springboard Elbow vom obersten Seil gegen Ryback. Also der steckt wirklich viel ein in diesem Match. Sieht nicht gut aus für Ryback. Und ich habe fast das Gefühl, dass CM Punk noch mein Favorit ist. Weil der steckt echt wenig ein und teilt ordentlich aus. Aber Kane, der steht echt viel daneben, guckt sich die Sache an. Natürlich ist das auch schlau von ihm. Der hat genug Erfahrung, um zu wissen, wie er ein Triple Threat Match angeht. Ja, jetzt dreht er den Arm um. Ja, schickt ihn wieder rum. Es ist noch nicht ganz so. Es kommt noch nicht die Aktion, die so ein ganzes Match beenden können. Hier, ja, Backbreaker von CM Punk gegen Ryback. Und das ist ein Zeichen, dass CM Punk gleich den GTS zeigen will.
Aber erstmal Karo von Kane. One. Ach, Punk geht nicht mehr dazwischen. So, jetzt Irish Whip in die Ringecke. Richtig harte Aktion und Ryback springt dann nochmal Kane in den Rücken. So, jetzt geht's wieder für Ryback in die Ringecke. Kane kommt angelaufen mit dem Clothesline und haut Ryback um. Und der taumelt da jetzt im Ring rum. Und diesen Match erinnert mich gerade so ein bisschen an was, wenn jetzt Kane noch John Cena wäre. Wer sich daran erinnert, unsere letzte Folge, Part 40 von WWE 12. Ryback, Cena und CM Punk im Hell in a Cell Match, wo Ryback sich den Titel geholt hat. Wer sich von euch noch daran erinnern kann. Ah, ich bin echt gespannt. Ah, Punk, was hat er jetzt vor? Nimmt Ryback richtig für Suplex-mäßig, hält ihn und lässt ihn auf die Matte krachen. Und Kane versucht's Cover. One. Aber nur bis eins. Klar, Ryback hat auch noch keinen Finisher eingesteckt. Den muss natürlich auch erstmal einer mit dem Finisher plätten. Sonst kann hier erstmal gar kein Cover kommen. Und wir haben ja schon gesehen, Kane hat in den Vorwochen gegen Punk und gegen Ryback gewonnen. Also das muss man auch erstmal erwähnen, dass Kane ja quasi beide im Einzelmatch schon besiegt hat. Und wie gesagt, die Finisher müssen kommen. Vorher werden wir, glaube ich, keine Entscheidung kriegen. Cover sind natürlich davor auch eher sinnlos, weil es nur bis 1 gehen wird. So, jetzt wieder in die Ringecke. Punk schickt Ryback nach oben rechts in die Ecke. Ja, Stöße in die Magengegend. Und jetzt soll es... Ah, dieser Submission-Move, ah, das kenne ich. Harte Aktion, das stretcht da Ryback auch nicht durch. Der taumelt dann auch. Und da kommt Punk vom Außenseil im Dropkick, aber der geht ein bisschen daneben, würde ich fast sagen. Kane kontert, setzt an zum Chokeslam. Ah, geht das durch? Hebt ihn hoch und knallt ihn auf die Matte mit dem Chokeslam. Oh, 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 Ryback sieht schlecht aus. Kamera von Punk. Oh, Roadbreak. Oh Mann, es sieht wirklich schlecht aus für Ryback. Der kassiert hier wirklich eine ganze Menge. Den Chokeslam hat er jetzt als erster schon mal den Finisher eingesteckt. Und jetzt Submission Hold. Das kann natürlich jetzt immer direkt das Ende sein. Man weiß ja nicht, wie lange Ryback noch durchhält. Ryback muss sich jetzt auf jeden Fall zurückkämpfen. Er muss jetzt harte Aktionen gegen die Gegner bringen. Ja, Neckbreaker, schon mal ein Ansatz. Und jetzt will er den Finisher zeigen. Aber da kommt Kane und haut ihn erstmal aus den Socken. Aber Punk, der taumelt und Ryback selber will, glaube ich, den Finisher zeigen. Also das kann interessant werden. Wenn der natürlich den Shellshock gegen Kane zeigt, das wäre schon Hammer. Ja, er kontert Kane aus. Da wollte er, glaube ich, zeigen, aber dann kam Punk dazwischen. So, jetzt in die Ringecke. Nimmt sich jetzt... Ah, jetzt hat er Punk wieder. Es ändert sich hier die ganze Zeit hin und her. Elbow. Jetzt hängt Punk im Seil. Aber Kane nimmt sich erstmal Ryback. Kane wieder. Also gekontert wird hier wieder ohne Ende. Kennen wir ja. Wieder Ryback mit dem Konter. Ja, es geht hin und her. Nimmt er sich das Bein, drückt ihn um, ja, und greift das Bein natürlich wieder an, klar. Was hat er denn jetzt vor? DDT gegen das Bein. Ah, er will von Kane die Beine schwächen, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Oh, Powerslam. CM Punk rennt wieder ungestüm in Ryback rein und kassiert diesen Powerslam. Der will scheinbar jetzt zum Cover ansetzen, sonst würde er CM Punk hier nicht in die Ringmitte ziehen. Der liegt da jetzt. Der ist scheinbar auch schon ein bisschen angeschlagen. Nicht sehr viel, aber er ist schon angeschlagen. Klar, nach 24 Minuten ist das auch irgendwie verständlich. Spinebuster von Ryback. Komm, Junge, mach weiter. Und da rennt er zu Kane und kassiert den Powerslam. Und das wäre doch fast die Chance für Kane. Ah, ich dachte, das könnte sein. One. Ah, ein Finisher muss der Ryback schon noch abkriegen. Sonst ist es noch nicht vorbei bei ihm. Ah, es ist echt spannend. Punk jetzt, der lauert jetzt. Während sich die Monster hier gegenseitig zerstören. Russian Leg Sweep. Ryback, ja, mit dem Konter natürlich. Und dann Big Boot Ansatz, aber er kassiert wieder diesen Power Slam. Also, Ryback rennt viel zu ungestüm in keinen rein. Coverversuch. One, two. Oh, zweieinhalb. Da hätte es hier im Punk fast verpennt. Aber es ist fast vorbei. Nimmt er sich das Bein von Kane. Greift das Bein noch an.
Jetzt nochmal ein Kick in den Rücken. Ja, das ist, CM Punk hält sich schon am Kopf. Ryback hält sich am Bauch, so sieht es zumindest aus. Oder am Arm, eins, oder die Hand, irgendwie sowas. DDT gegen Kane, das ist natürlich eine Aktion, die hart ist. Und jetzt kommt das Boston Grab von Ryback gegen Kane. Wenn Punk nicht dazwischen geht, kann es das sein, aber er geht natürlich dazwischen, hätte ich mir auch denken können. Ja, Ryback, wir brauchen auf jeden Fall noch Finisher, der Choke sind bisher alleine, ist zu wenig. Wir brauchen noch einen GTS oder einen Shellshock. Ja, Suplex, Ansatz von Ryback, das sind natürlich Aktionen, die er in der Perfektion beherrscht. Und jetzt die Ellbogenstöße auf die Schultern von CM Punk. Zermürbende Aktion, kennen wir ja. Nochmal den Arm angreifen. Ja, Punk, dem geht's glaube ich jetzt auch langsam nicht mehr so gut. Aber Kane, wie gesagt, mein Kane, der da rumsteht und die ganze Zeit wartet. Ich glaube, oh, was war das denn? Da legt CM Punk sich eben auf die Nase. Und Kane kontert wirklich alles aus. Also Kane ist so bombenstark. Echt unglaublich. Ah, setzt zum Neckbreaker an, ja, und haut dann Ryback auf die Matte. Ah, dieses Match ist schon hart. Jetzt ist so ein bisschen taktierend. Keiner geht in die volle Offensive. Schöner Dropkick von CM Punk. Kick in den Rücken, sehr gut. Jetzt muss auch Kane einstecken, aber ihr seht, der steht relativ schnell wieder auf. Ja, Punk nimmt das Bein und zeigt diesen Überwurf. Klar, der greift das Bein an und er landet nochmal auf dem Oberkörper. Jetzt wird der Arm angegriffen. Klar, wenn der Arm nicht mehr funktioniert, dann wird das mit dem Choke sein ein bisschen schwierig. Oh, Big Boot von Ryback gegen CM Punk. Aber Kane zieht CM Punk so ein bisschen weg. Und damit geht der Big Boot daneben. Kane wieder, der ist direkt da. Ryback nimmt sich jetzt CM Punk zum Shellshock. Hat scheinbar genug. Nee, was macht der denn? Ohoho, was für ein Godbuster. Zweimal hintereinander. Erst lässt er ihn auf die Schulter krachen und dann noch ein Godbuster. Oh, wow, wow. Das war eine krasse Aktion von CM Punk, gegen CM Punk. Oh, Mann. Also da kann CM Punk auch schwer verletzt sein nach so einer Aktion. So, und jetzt wieder diese Stöße von CM Punk gegen Kane. Aber Kane kann sich wieder befreien. Ryback nimmt sich Kane. Vielleicht sollten sie wirklich mehr zusammenarbeiten, die beiden. Dann wäre es vielleicht echt einfacher, Kane mal auf die Matte zu kriegen. Weil es bringt ja nichts, wenn Kane ja weiterhin so die dominierende Macht ist. Da werden sie noch fertig gemacht. Ja, aber Punk, der kontert auch alles aus. Ryback sieht wirklich nicht gut aus in diesem Match. Und wir nähern uns auch wieder der 30-Minuten-Marke. Wieder in der Ringecke. Was hat er vor? Ryback kontert, aber dann nimmt Punk sich erstmal Ryback. Und zeigt diesen Neckbreaker. Also rettet er damit quasi wieder Kane. Also die sollten jetzt vielleicht echt mal umdenken, Punk und Ryback. Und vielleicht wirklich mal Kane angreifen. Sonst wird das hier echt eng. Und jetzt kommt der Submission Move. Jetzt bin ich gespannt. Ah, er bricht ihn sofort auf, den Move. Was haben die noch vor? Also ist es wirklich ein Match, wo ich echt nicht sagen kann, ob jetzt in den nächsten Minuten mal was passiert, weil, ganz ehrlich, sie haben noch viel zu wenig Finishing Moves gezeigt. So, jetzt oberstes Seil. Ryback, komm. Jawohl, setz zum Suplex an gegen Kane. Hoffentlich bringt der Ring hier, bricht der Ring hier nicht zusammen bei dem Gewicht. Schöner Suplex. Und jetzt, ach, CM Punk geht wieder dumm dazwischen. Schöne Aktion. Greift die Beine von Kane an. Jetzt wieder den Arm. Hoffentlich haben wir keinen Verletzten. Ja, jetzt kommen die Faustschläge von Ryback. Ich glaube, jetzt reicht's Ryback langsam. Jetzt will er langsam auch mal auspacken. Ja, und wartet dann zu lange und kassiert dann von Kane wieder. So kann das gehen. CM Punk gar nicht mehr im Match beteiligt. Geht da nur noch rum und erholt sich anscheinend. Ah, Punk nimmt sich. Was hat er denn vor? Oh, Ryback und zeigt da so einen Neckbreaker. So ähnlich wie unser zweiter Finisher war. Das ist ja der Flatliner. Und das ist jetzt der Camel Clutch. Die Aktion Kämmer. Das kann sein, wenn Kane nicht dazwischen geht. Geht da aber natürlich. Ja, da steht Ryback, taumelt und kassiert diesen High Knee Kick, diesen Roundhouse Kick so ein bisschen. Und das kann es sein. One. Aber nur bis eins. Klar, Kane geht dazwischen.
Fehlende KI, ich kann es nur nochmal wiederholen, EA. Ach, EA, THQ. Ja, THQ gibt es nicht mehr. Dann liebes 2K, bitte WWE 14 mit mehr KI. Oh Mann, also für Ryback sieht es ganz schlecht aus, für Punk danach und für Kane sieht es, glaube ich, noch richtig gut aus. Wieder Clothesline gegen Ryback, also der kassiert hier einen nach dem anderen. Angriff wieder auf den Arm, es ist unglaublich. Was hat er vor? Was hat er vor? Der Ryback taumelt. Kane, ja, greift jetzt Punk an und sollte sich jetzt Ryback nehmen. Aber der haut Kane erstmal um. Jetzt ist Ryback wieder ein bisschen da, aber er kassiert direkt wieder den Power Slam. Ist unglaublich, wie schlecht Ryback in diesem Match da steht. Also, er kassiert so viel und wird so oft ausgekontert. Jetzt hier wieder gegen Kane ist er unterlegen und kassiert diesen harten Backbreaker. Also, lustig ist das Ganze auch nicht mehr. Jetzt wieder in die Ringecke soll es gehen. Ryback kann kontern. Jetzt landet Punk in der Ringecke. Und dann kommt dieser Stoß mit der Schulter und trifft auf CM Punk. Und jetzt, was hat Ryback vor? Wirft Kane über sich und hat einen Armbar. Wenn Punk nicht dazwischen geht, vielleicht die Entscheidung. Nee, wieder nicht. Komm Punk. Zeig eine Aktion, wir brauchen einen Finisher, Leute, sonst wird das hier nichts mehr. Auf jeden Fall ein Main, also schon fast ein Main Event, so von der Matchklasse und Matchlänge her. Also ihr kriegt wirklich bei Episch immer 30 Minuten. Für mich ist das nachher nur wieder anstrengend zu rendern, weil es wie gesagt locker wieder 2,5 Stunden dauert. Ja, er taumelt. Klar, Kane nimmt ihn sich. Ansatz zum Running Power Slam. Jawohl, geht durch. Und jetzt zieht er ihn in die Ringmitte. One, two. Und wieder bei 2,5. Punk macht es anscheinend gerne spannend. Was summt da gerade so? Hoffentlich ist das nicht im Video. Ich höre gerade ein dumpfes Summen. Das wäre ja jetzt echt schlecht, wenn das jetzt hier im Video wäre. Kane nimmt sich wieder Ryback zum Chokeslam und knallt den mit so einer Chokeslam-Aktion in den Ring. Also wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass dieses Gesumme nicht im Video zu hören ist. So, ich spiele gerade ein bisschen an meinem Headset rum, während das Match hier weiterläuft. Ich weiß nicht, keine Ahnung, woran das jetzt liegt. So ein kleines Geknister habe ich im Ohr. Und je lauter ich mein Mikrofon mache, je lauter wird es natürlich auch. Oh! Full Nelson! Aber geht wieder nicht durch. Das Match wird echt lang. Ich muss auch, glaube ich, gleich unterbrechen, weil, wie gesagt, ich muss gleich Abendessen. Dann muss ich es nach dem Abendessen schnell fertig machen. So, Ryback nimmt sich jetzt Punk. Na, nimmt sich doch nicht Punk. Kane nimmt sich Punk. Zeigt Backbreaker. Punk kann wieder kommen. Also dieses Match, ich weiß nicht, wann es enden soll. Aber jetzt will Ryback den Shellshock zeigen. Aber erstmal Kane! Setzt an zum Tombstone, aber CM Punk mit dem Konter. Also vielleicht entscheidet sich's doch jetzt. Jetzt will Ryback einen Finisher zeigen und Punk. Und jetzt nimmt sich Ryback Kane. Das sieht nach Shellshock aus. Shellshock! Ah, er sollte... Oh, das ist hier die fehlende KI. One. Ja, nur bis eins. Und jetzt hat Punk auch noch den GTS. Ich wüsste echt gern, was das Geknistere jetzt soll in meinem Headset, weil das ist echt störend, wenn das nachher im Video ist. Russian Leg Sweep gegen Kane. Was haben die vor? Was haben die vor? Punk hat doch auch noch den Finisher. Er wollte doch eben zeigen, dann soll er doch jetzt zeigen, am besten gegen Kane. Wieder Power Slam gegen Ryback. Ryback fängt sich eine Aktion nach der anderen. Also der ist echt scheinbar nicht so gut drauf heute. Boah, das Geknistere wird ja immer lauter hier. So, ich drehe gerade so ein bisschen an meinem Headset. Ich glaube, das macht es jetzt nicht besser. So, ich lasse es jetzt einfach mal so. Sonst muss ich jetzt gleich eh pausieren, weil es gleich Essen gibt. So, Submission Move. Geht Punk dazwischen. Na, Rope Break. Kane kommt ins Seil.
So, dann mache ich jetzt an dieser Stelle mal eben eine Unterbrechung. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss hier einen Cut machen. So, hallo zurück. Ich habe gegessen und jetzt kann es weitergehen. War ja eben ziemlich interessant. Oh, da kommt CM Punk mit dem Elbow vom obersten Seil, aber kann nicht treffen. Und dieses Geknistere hier in meinem Ohr hört gar nicht auf. Ich habe gerade Kabel nochmal rein und raus gerungen, aber es hört nicht auf. Chokeslam Ansatz. Chokeslam gegen Ryback zum zweiten Mal. Und jetzt müsste CM Punk sich Kane schnappen. Nimmt er auch. Ist der Hammer. Jetzt Punk. Ja, so ist gut. Jetzt müsste er sich eigentlich nur Ryback nehmen. Pin ihn doch. Pin ihn doch. Er pinnt ihn nicht. So kann das Match natürlich noch ein bisschen dauern. Und dieses Geknistere. Hoffentlich ist das nicht im Video und macht das ganze Video kaputt. Sonst tut es mir leid. Ich werde es nachher auf jeden Fall irgendwie fixen. Oh, Ryback. Jetzt hämmert der Punk in die Ringecke, aber wird direkt wieder gestoppt. Ryback auf jeden Fall der, der jetzt am meisten einstecken musste. Schläge, Schläge, wieder Schläge. Punk, der hat auch noch keinen Finisher gezeigt. Kane bisher zweimal mit dem schönen Chokeslam, einmal mit dem Tombstone-Ansatz, der geblockt wurde. Und dann Ryback einmal mit dem Shellshock. Back Suplex, wunderbar. Kommt, Jungs. Wir brauchen eine Entscheidung. Ist hier im Punk jetzt auch nicht mehr gut. Der fasst sich schon an den Kopf. So, Punk nimmt sich jetzt Kane. Ja, und zeigt den T-Bone Suplex. Sehr schön gemacht. Aber Kane auch direkt wieder da. Und jetzt Ryback nimmt sich CM Punk. Powerbomb. Ja, wenn es sonst nichts ist. Cover. One. Two. Oh nein, nicht mal bis two. Nicht mal bis two. Kicks gegen Ryback. Jetzt mischt Punk Ryback auf. Body Slam. Was hat er jetzt vor? Leg Drop. Schöne Aktion von CM Punk. Und jetzt gegen Kane. Was macht er jetzt? Legt ihn aufs Seil und zeigt diesen Swinging Neckbreaker vom obersten Ringseil. Mann, Jungs, kommt. Ihr seid so nah an der Entscheidung. Punk jetzt. Springboard Action. Springboard Elbow. Trifft nicht ganz. Und dann wird er umgehauen von Kane. Oh Mann, jetzt geht's hier wirklich durcheinander. Kane zeigt an. Go to sleep. Will quasi Aktion klauen. Cover. One. Two. Free! Kane geht wieder nicht dazwischen. Und wieder durch einen Bug. Durch den Bug gewinnt Ryback und ist neuer WWE Champion. Das ist doch unglaublich. Also dieser WWE Weltmodus bringt ja wirklich immer geile Matches. Leider oft durch Bug entschieden. Aber Ryback ist neuer WWE Champion. Der Mann, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, der steckt hier nur ein. Der Hammer. Und er kann CM Punk sogar pinnen. Wir haben einen neuen WWE Champion. Das ist der Hammer. Das ist quasi hier. Das Bild hier ist zu vergleichen mit dem Bild nach Raw, was wir jetzt gesehen haben. Jetzt also in Wirklichkeit bei Raw. Oh Mann. Ryback WWE Champion. Das ist natürlich jetzt eine kurze zweite Teil der Aufnahme gewesen. Ich hoffe, das Rauschen ist jetzt gleich hier nicht drin, dieses Geknistere. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das Match natürlich ziemlich lang war. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Wir sehen uns im nächsten Match, wenn es heißt, was heißt es denn? Ich glaube, es heißt, Chris Jericho gegen X-Pac. Ja, sehen wir uns. Bis dann, haut da rein.